die tragbare, sehr einfache Sonnenuhr. Dabei handelt es sich um eine einfache, sehr alte Uhr, von der es sehr frühe Überlieferungen gibt, dass sie schon von den Ägyptern benutzt wurde. Ein horizontaler Gnomon, der senkrecht auf einem anderen horizontalen, durch fünf Rillen unterteilten Stab angebracht war, bestimmte die fünf Vormittagsstunden, die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, wenn man das Gerät nach Westen hin ausrichtete. Und die fünf Nachmittagsstunden, die siebte, achte, neunte, zehnte und elfte, wenn man es nach Osten hin drehte. Die Mittagsanzeige, die sechste Stunde, befand sich am Sockel des Gnomon. Den Sonnenauf- und Sonnenuntergang konnte man mit dieser Uhr nicht bestimmen.